Optionen. Hey, was geht ab, Freunde? Was geht ab, Ecclesia Family? Ich hoffe, dir geht's gut, ist alles frisch im Haus. Hey, FC Bayern ist Fußball-Bundesliga-Meister zum 8. Mal. Gib doch mal kurz im Chat Bescheid, was du davon hältst. Ich freue mich schon auf all die Kommentare von den Dortmund-Fans. Hey, wir haben heute viel vor. Ich freue mich voll, dass wir wieder gemeinsam in Gottes Wort schauen wollen. Es ist gut, dass du mit am Start bist und hier mit uns Gottesdienst feierst. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich freue mich mega immer noch in dieser Themenreihe der Möglichmacher unterwegs zu sein. Ey, wir sprechen jetzt schon seit einigen Wochen über den Heiligen Geist. Heute geht die Reihe in Runde 6. Und ich bin begeistert davon. Mir macht es so Spaß, über den Heiligen Geist zu predigen. Und vor allem auch in der Predigtvorbereitung. Ich bin echt begeistert davon, wie einfach für mich sich ganz neu so vieles ausrichtet. Und ich ganz neu einfach auch ermutigt werde, dem Heiligen Geist wirklich im Alltag Möglichkeit zu geben, mit mir zu partnern und so. Von daher freue ich mich auch auf heute, weil wir haben ein richtig geniales Thema am Start. Diese Predigt heißt Gottes Stimme hören. Hey, und die Predigt ist auch so ein bisschen eine Antwort auf Fragen, die ich an vielen, vielen, vielen Orten höre und auch hier bei uns in der Church in den letzten Wochen immer wieder kam. Sag mal, wie spricht Gott zu mir? Wie kann ich Gottes Stimme hören? Wie kann ich rausfinden, ob Gott zu mir spricht oder ob das vielleicht irgendwie, keine Ahnung, zu viele Tiefkühlpizzen sind, die ich gegessen habe? Und ich freue mich voll, dass wir nachher einen Talk uns anschauen werden. Ich habe nämlich eine Unterhaltung geführt mit der Katrin und Katrin ist mit dem Heiligen Geist richtig stark unterwegs und deswegen switchen wir gleich rüber in diese Unterhaltung, aber vorher will ich noch ein paar grundlegende Sachen aus Gottes Wort mit uns anschauen und ich hoffe, dass du doch richtig ermutigt wirst. Weißt du, die grundlegendste Bedeutung von Christsein heißt Beziehung, Leben mit Jesus. Beziehung mit Jesus. Ja, hey, wir sagen es ja so oft, Gott will mit dir unterwegs sein. Jesus will in deinem Alltag mit dir durchs Leben gehen. Und weißt du, Beziehung lebt ganz stark von Kommunikation, oder? Ich bin verheiratet mit einer großartigen Frau und wir sprechen. Kaum zu glauben, aber wir reden miteinander, ja. Wenn wir aufstehen, bis zu dem Zeitpunkt, wo wir uns wieder hinlegen am Abend, ey, wir reden sehr viel miteinander. Und deswegen spricht die Bibel auch ganz viel darüber, dass wir mit Gott in Kommunikation sein können. Wir können mit Gott reden durch Gebet. Hey, das ist so ein Privileg. Wenn du in deinem Raum bist, wo du jetzt gerade bist, vielleicht in der Küche oder im Badezimmer oder im Wohnzimmer, du kannst beten, ne? Und Gott hört dich, ja? Gott merkt, was du sagst. Gott sieht dein Herz und Gott weiß sogar schon, bevor du ausgesprochen hast, was du ausgesprochen hast, was du denkst und was du willst und was du ihm sagen willst. Und das ist sowas Magisches, dass wir über Gebet mit Gott verbunden sind. Aber weißt du was? Wenn immer nur wir reden, wenn Gebet die einzigste Form von Kommunikation ist mit Gott, dann ist es keine Beziehung, sondern dann ist es ein Selbstgespräch. Dann ist es ein Monolog, ja? Und weißt du, Gott sehnt sich nach Beziehung. Und weil er sich nach Beziehung sehnt, will er auch in dein Leben hineinsprechen. Und deswegen haben wir auch Verheißungen aus der Bibel, aus Gottes Wort, dass wir seine Stimme hören dürfen. Und dass wir uns von Gott leiten dürfen, leiten lassen dürfen, von Gott führen lassen dürfen. Und weißt du, mir ist es ganz wichtig, von Anfang an hier irgendwo eins klar zu machen. Gott kann zu dir sprechen, Gott will zu dir sprechen und ich bin absolut überzeugt davon, Gott wird zu dir sprechen. Hey, es gibt so manche Aussagen, die triefen nur so vor Tiefgründigkeit. Okay, ich gebe dir ein Beispiel. Wenn er recht hat, hat er recht. Wow. Was soll man dazu sagen? Hey, kürzlich bin ich in der Bibel über eine Aussage von Jesus gestolpert und ich dachte mir, genau das Gleiche. Wow. Mikrofon Drop, ja, das ist so tiefgründig. Nämlich hier Matthäus 11, Vers 15, da heißt es, da sagt Jesus, wer Ohren hat, der höre. Super stark, oder? Wer Ohren hat, der höre. Okay, hey, ich bin eine Weile irgendwo bei diesem Vers hängen geblieben und habe darüber nachgedacht und plötzlich dachte ich mir, hey, da steckt wahnsinnig viel Dynamit dahinter. Weißt du, Gott liebt dich, Gott ist an deinem Leben interessiert und Gott will zu dir sprechen, er will mit dir kommunizieren, er will in dein Leben hineinsprechen und wenn Gott in unser Leben hineinspricht, dann entsteht Leben, dann entsteht Mut, dann entsteht Hoffnung, dann entsteht Kraft. Er will zu dir sprechen. Die Frage ist, wollen wir überhaupt zuhören? Haben wir überhaupt unsere Ohren aufgemacht? Sind wir überhaupt sensibel
für Gottes Reden. Und ich will dir durch diese Predigt und auch durch die Unterhaltung gleich Mut machen, im Alltag sensibel zu sein und offen zu sein, deine körperlichen Ohren und deine Herzensohren zu öffnen, damit Gott in dein Leben hineinsprechen kann. Und ich würde ganz gern so einfach ein kleines Fundament legen anhand von einem Statement, das ich dir mitgebracht habe. Und dieses Statement teilen wir gleich in drei Teile. Und nämlich folgendes Statement: Gott spricht durch sein Wort zu seinen Kindern. Gott spricht durch sein Wort zu seinen Kindern. Hey, wir fangen einfach mal an mit diesem ersten Teil. Gott spricht. Hey, Gott spricht, weißt du, wenn wir die Bibel aufschlagen, von der ersten Seite, und zwar wirklich von der ersten Seite, bis zur letzten Seite, stellt sich Gott uns vor als einen Gott, der sprechen kann. Und das definiert ihn. Er ist nicht wie die anderen Götzen, sagt er, die stumm sind und taub sind, sondern er kann kommunizieren und er liebt es zu kommunizieren. Gleich ganz am Anfang der Bibel, 1. Mose 1, ich lese mal hier ein bisschen vor. Im Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Und die Erde war wüst und leer und Finsternis lag über der Tiefe und der Geist Gottes schwebte über dem Wasser. Hier ist auch spannend, dass der Heilige Geist auch von Anfang an präsent ist. Ja? Er ist ja manchmal so ein bisschen der vergessene Gott. Ja? Den Vater, über den spricht man viel, über Jesus spricht man viel. Der Heilige Geist ist so wichtig und er ist von Anfang an präsent. Und dann heißt es, und Gott sprach, es werde Licht und es wurde Licht. Hey, einer der allerersten Dinge, die wir über Gott lernen in der Bibel, ist, dass er spricht. Wir lernen über Gott, dass er ein Schöpfer ist. Er ist ein Künstler, er kreiert Dinge und das tut er durch sein Wort. Und das ist ganz wichtig, finde ich. Gott ist von Anfang an der Gott, der gerne spricht. Und wenn er spricht, dann entsteht Leben. Ja? Hey, ich finde es so spannend, die erste Dimension von Gottes Wort, von Gottes Reden, ist nicht mal Kommunikation, sondern eigentlich Kreation. Aber das ist eine Predigt für sich, gehen wir jetzt nicht tiefer drauf ein. Aber Gott will mit dir kommunizieren und immer wenn er in dein Leben hineinspricht, dann hat es Schöpfungspower. Come on. Hey, dann können Sachen aufblühen, dann können Sachen lebendig werden, dann können Sachen gesund werden. Und deswegen ist es so gut, wenn wir lernen, auf Gott zu hören. Und weißt du, wenn wir die Bibel weiter durchblättern, merken wir, Gott hat tausende verschiedene Wege und Arten und Weisen, wie er sprechen will. Mann, oh Mann, hey, so viele verschiedene Wege, die Gott gebraucht, um in unser Leben hineinzusprechen. Und nicht nur in der Bibel, sondern aus meinem eigenen Leben weiß ich, Gott spricht über so viele verschiedene Kanäle zu uns. Hey, Gott kann durch ein Plakat am Bahnhof zu mir sprechen. Gott kann durch ein Silvesterfeuerwerk zu mir sprechen. Habe ich alles schon erlebt. Gott kann durch Menschen zu mir sprechen. Manchmal indirekt, manchmal ja fast schon so, dass man sich das zweimal anhören muss, bevor man checkt, dass da Gott dahinter steckt. Und manchmal sowas von krass, dass man sich denkt, wow. Ich gebe dir ein ganz kleines Beispiel. Als wir 2018 hierher gezogen sind nach Frankfurt, um diese Kirche zu gründen, die Ekklesia, da war ich einen Monat später im September auf einer Pastorenkonferenz. 1200 Pastoren in einem Saal. Ja, in Corona-Zeiten klingt es wie eine Straftat, war damals alles legal. Ja. Und wir saßen da in diesem Raum, beziehungsweise wir standen im Lobpreis. Und ich weiß noch ganz genau, wie ich in meinem Herzen gebetet habe. Ich gesagt, Gott, hey, ich freue mich so auf diese Gemeindegründung. Ich freue mich so, in Frankfurt Menschen für dich zu gewinnen und Menschen mit dir bekannt zu machen. Aber hey, wir brauchen dafür unbedingt Ressourcen. Wir brauchen unbedingt Unterstützung. Finanziell brauchen wir Unterstützung und wir brauchen Manpower. Und ich zähle auf dich, Gott, dass du uns unterstützt, weil it's God's will, it's God's bill. Ja? Also wenn wir im Auftrag Gottes unterwegs sind, dann dürfen wir auch damit rechnen, dass er uns versorgt. Hey, und ich bete dieses Gebet und keine Lüge. Unter diesen 1200 Pastoren kommt ein Typ auf mich zielstrebig zugelaufen. In dem Moment, wo ich das bete, schaut mir in die Augen. Ich habe den Kerl noch nie vorher gesehen. Ich wusste nicht, wie er heißt. Ich wusste gar nichts über ihn. Er kommt zu mir und sagt, hey, Gott hat mir gerade ein Bild für dich gegeben. Nämlich eine Lokomotive. Und die Lokomotive ist vollgepackt mit Ressourcen. Und er spricht dir zu, go, ich werde dich mit Ressourcen versorgen. Hey, wie Hammer war das denn? Ich habe mir gedacht, das ist unglaublich. Ich bete ein Gebet, eine Frage zu Gott und die Antwort kommt im Expresszug wortwörtlich vorbei. Hey, und Gott hat bisher sein Versprechen eingehalten. Wir sind so versorgt und wir sind so froh zu sehen, was hier passiert. Und es ist der Hammer, dass du heute mit uns Gottesdienst feierst. Komm mal, chat doch mal hier kurz ein Halleluja oder ein Praise the Lord oder Praise God, irgendwas rein, um zu feiern, dass Jesus durch so viele Art und Weise in unser Leben hineinsprechen will. Und ich würde ganz gern einfach zu diesem Gott spricht noch ein ganz kleines Anhängsel bringen, nämlich Gott spricht von außen,
aber Gott spricht auch von innen. Und ich glaube, dass wenn wir anfangen, mit Gott unterwegs zu sein und Gottes Stimme zu hören, es ganz wichtig ist, auf Gottes Reden von innen zu achten. Manchmal denken wir, Gott möchte so ganz, ganz krass laut in unser Leben hineinsprechen und das kann er. Wir sehen in der Bibel und auch von der jetzigen Zeit gibt es viele Berichte von Menschen, die Gottes Stimme akustisch gehört haben. Ich gebe dir ein Beispiel aus Apostelgeschichte 22, Verse 7 und 8. Dann hörte ich eine Stimme zu mir sagen, Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Wer bist du, Herr? Fragte ich. Worauf die Stimme antwortete, die Stimme, ich bin es, der, den du verfolgst, Jesus von Nazareth. Ey, wie krass, Paulus hört hier Gottes Stimme akustisch laut vernehmbar zu ihm sprechen. Gott kann von außen sprechen, aber weißt du was, Gott liebt es auch, von innen zu kommunizieren und dich von innen zu bewegen, sich von innen zu verstehen zu geben. Und da habe ich dir auch einen Bibelvers mitgebracht aus Lukas 2, den finde ich so stark. Damals lebte in Jerusalem ein Mann namens Simeon. Er war rechtschaffen, also er war ein frommer Mensch. Er richtete sich nach Gottes Willen und wartete auf die Hilfe für Israel. Jetzt passt gut auf. Der Heilige Geist ruhte auf ihm. Guter Zustand. Der Heilige Geist ruhte auf ihm. Ich will dir was sagen. Wenn du ein Kind Gottes bist und wenn du Jesus dein Leben gegeben hast, dann ruht der Heilige Geist auf deinem Leben. Und ist so wichtig, das im Blick zu haben, dass der Heilige Geist mit dir kommunizieren will. Und jetzt pass gut auf. Und durch den Heiligen Geist war ihm auch gezeigt worden. Whatever it means. Wie ihm auch immer es ihm gezeigt wurde. Irgendwie hat Simeon wahrgenommen, dass er nicht sterben würde, bevor er den vom Herrn gesandten Messias gesehen hätte. Jetzt kommt mein Lieblingsvers. Simeon folgte einer Eingebung des Heiligen Geistes und ging in den Tempel. Er folgte einer Eingebung des Heiligen Geistes. Eine andere Übersetzung übersetzt hiermit und vom Heiligen Geist gedrängt ging er in den Tempel. Hey, ich kenne das. Ich weiß nicht, ob du das kennst, aber das in mir mich etwas bewegt, mich etwas drängt, irgendwas, da ist so eine Eingebung da, irgendwie zu handeln, irgendwas Spannendes zu tun. Und weißt du, ich will dir Mut machen, diese inneren Gefühlsregungen, Gedanken, Stimmen, ey, ich glaube, ganz oft steckt Gott da dahinter und wir nehmen das gar nicht wirklich wahr. Vorgestern, vor 2 Tagen war ich morgens joggen und während ich jogge, wenn ich jogge, liebe ich es zu beten, habe ich diese innere Eingebung, dieses innere Drängen. Und ich habe einen Nachbar früher gehabt, für den habe ich viel gebetet. Mein Wunsch und mein Gebet ist auch heute noch, dass er Jesus kennenlernt. Hey, falls du das anschaust, come on, Jesus hat dich lieb. Und plötzlich habe ich diese innere Eingebung, hey, schreib den an und sag ihm, dass du für ihn betest und ob du ihm was Gutes tun kannst. Gedacht, getan, hey, hoffe, dir geht's gut, kann ich dir was Gutes tun, du, ich bete für dich. Und innerhalb von einer Minute antwortet mir der Kerl und schreibt, hey krass, ich stehe gerade vor einer richtig herausfordernden Referat oder Vortrag in meinem Studium und bin ziemlich aufgeregt und kann es richtig gut gebrauchen. Und ich meinte, hey, wie cool ist das? Gott denkt an dich, Gott weiß, wie es dir geht, Gott ist bei dir, ja? Und er hat dich nicht vergessen, sondern er hat mir aufs Herz gelegt, für dich zu beten. Hey, und dann schreibt er zurück und sagt, hey, krass, die Prüfung lief erstaunlich gut. Ich finde es Hammer. Von innen heraus will Gott in dein Leben hineinsprechen. Und deswegen spitz deine Ohren, ja? Mach dein Herz auf und hör auf diese inneren Eingebungen, weil Gott spricht, amen. Gott spricht, zweitens, durch sein Wort. Gott spricht durch sein Wort. Weißt du, Gott spricht mit ganz verschiedenen Stimmen. Plakate am Bahnhof, Feuerwerk, Träume, Visionen, durch weiß ich was alles. Gott spricht durch verschiedene Stimmen, aber immer durch sein Wort. Come on. Hey, Gott liebt es, durch sein Wort zu dir zu sprechen. Und weißt du, dieser Term, dieses Wort, Gottes Wort, ist in der Bibel auch ein vielschichtiger Begriff. Der steht für Jesus als das fleischgewordene Wort Gottes. Der steht auch manchmal für das Alte Testament, also die Heilige Schrift, auf die sich die Jünger im Neuen Testament beziehen. Aber sie steht auch für die Bibel. Die Bibel ist Gottes Wort. Und weißt du was? Der Königsweg, durch den Gott zu uns sprechen will, ist durch die Bibel. Und das ist mir so wichtig. Hey, wenn wir wollen, dass Gott zu uns spricht, dann kommen wir nicht dran vorbei, die Bibel kennenzulernen. Amen. Hey, lern die Bibel kennen. Lass Gott durch die Bibel zu dir sprechen. Verinnerliche das, was Gott dir durch die Bibel sagen will. Hier ist ein Punkt.
Sag niemals, Gott spricht nicht zu mir mit einer zugeschlagenen Bibel. Okay? Hey, sag niemals, Gott spricht nicht zu mir mit einer zugeschlagenen Bibel, weil Gott liebt es, sein Herz und seine Gedanken über dein Leben durch sein Wort zu kommunizieren. Weißt du, es gibt ein himmlisches Dreamteam. Es gibt ein himmlisches Dreamteam, ein Duo. Früher gab es im Fußball mal das goldene Dreieck. Ja? Ich weiß nicht, ob das dir was sagt. Da gab es Freddy Bobic, Krasimir Balakov und Giovanni Elber. Das waren die drei Spieler von Schieß mich tot, VfB Stuttgart, glaube ich. Und die haben so gut harmoniert, man hat sie das goldene Dreieck genannt. Weißt du, es gibt so ein goldenes Zweieck. Macht keinen Sinn, ich weiß. Ein goldenes Dreamteam des Himmels. Und das ist Gottes Geist und Gottes Wort. Gottes Geist und Gottes Wort. Hey, und weißt du was? Wenn du diese beiden Player in deinem Leben aufspielen lässt, die bringen das Haus zum Brennen. Da verspreche ich dir. Hey, die machen Gottes Wort in dir lebendig. Die sorgen dafür, dass das, was Gott durch die Bibel spricht, in deinem Leben frisch und lebendig wird. Und da können so geniale Sachen bei entstehen. Hey, lass diese beiden Spieler in deinem Leben aufleben und ich verspreche dir, die Konversation mit Gott kann losgehen. Hier, Johannes 14, Vers 26. Der Helfer, der Heilige Geist, den der Vater in meinem Namen senden wird, wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Komm, lass uns da kurz einsteigen. Der Helfer, der Heilige Geist. Hey, Gott hat dir einen Helfer gegeben, der dir helfen soll, von Gott geführt zu werden und Gottes Wort in deinem Leben lebendig zu machen. Und dieser Helfer, er will dir alles lehren über Gott, also er will zu dir sprechen, er will dich unterrichten, er will dir Sachen beibringen und erklären und an all das erinnern, was ich euch gesagt habe. So, hey, pass auf, alles, was Jesus seinen Jüngern gesagt hat, darf in deinem Leben lebendig werden, weil der Heilige Geist dich daran erinnert. Das ist so powerful. Weißt du was, damit du an etwas erinnert werden kannst, ist es nötig, dass du es vorher schon mal gehört hast. Sonst kannst du nicht erinnert werden. Das ist mal wieder so ein tiefsinniger Satz, den ich hier gerade von mir bringe. Mir ist es wichtig, dass wir das klickern, okay? Hier, ey, damit der Heilige Geist mich erinnern kann, muss ich in Gottes Wort unterwegs sein. Ich muss es kennen. Ich muss wissen, was Gott zu mir sagt. Und deswegen will ich dich so ermutigen, hey, bade in Gottes Wort. Mach es dir zu eigen. Verinnerliche es. Lern es auswendig. Im Englischen heißt auswendig lernen to learn by heart. Wie cool ist das? Du lernst, Gottes Wort nimmst du in dein Herz auf. Hier, im Psalm 1 heißt es, glücklich zu preisen ist, wer Verlangen hat nach dem Wort Gottes und darüber nachdenkt, Tag und Nacht. Weißt du, stell dir mal vor, deine Gedanken sind ein Büro, okay, mit einem großen Schreibtisch und dieser Schreibtisch hat Schubladen. Frage, was steckt eigentlich in deinen Schubladen? Mit was fütterst du deine Gedanken? Ich könnte jetzt so viele Beispiele bringen. Über was denkst du nach und vor allem, was lernst du auswendig? Was verinnerlichst du? Stell dir mal vor, du bist in einer spannenden Lebenssituation und du hast plötzlich keine Hoffnung mehr. Du brauchst unbedingt Ermutigung, du brauchst unbedingt Kraft. Weißt du was? Der Helfer, der will in diesem Bild dein Sekretär sein. Und er will an deine Schreibtischschubladen gehen und er will zur richtigen Zeit eine Schublade aufmachen und dann findet er da drin eine geniale Verheißung aus Gottes Wort und die will er dir zur Verfügung stellen. Hey, ich habe das so oft erlebt. Ich habe dieses Bild von dem Schreibtisch. Das hat mein großer Bruder Johannes mal vor vielen Jahren gepredigt und ich war so begeistert davon. Ich habe Gottes Wort auswendig gelernt. In vielen, vielen Psalmen, viele, viele Zitate von Jesus und aus den Briefen. Und weißt du, diese Sachen, die ich damals auswendig gelernt habe, als junger Teenie, ich mache das heute immer noch, aber damals als Teenie war ich da richtig begeistert für, die habe ich jetzt noch als Fundamente in meinem Leben. Und so oft, wenn man 20 Jahre später jetzt, spricht Gott durch diese Verse in mein Leben hinein, weil der Heilige Geist plötzlich eine Schublade aufmacht, diesen Vers rauszieht und ihn mir zur Verfügung stellt. Und plötzlich dachte ich mir, oh Mann, wie krass ist das? Und ich merke, dass nicht nur plötzlich ein Bibelvers, ja, sondern es ist Gottes Reden für meine Situation. Gott liebt es, durch sein Wort zu sprechen. Sein Geist und sein Wort sind ein Dreamteam und sie wollen Gottes Wort in deinem Leben lebendig machen. Come on, füll deine Schubladen mit Gottes Wort. Amen. Wenn du das tun willst, dann schreib doch mal in den Chat irgendwie sowas wie Schubladen werden gefüllt oder ab an den Schreibtisch. Chatte, was du willst. Hey, last point, Gott spricht durch sein Wort zu seinen Kindern. Gott spricht zu seinen Kindern.
Hey, Gott ist in einer Beziehung mit uns. Er will in einer Beziehung mit uns leben. Und wenn wir Gott unser Leben geben, wenn wir ihn zum König in unserem Leben machen, ihn in unser Herz einladen, dann werden wir zu Kindern Gottes. Und als ein solches will er als unser Vater mit uns kommunizieren. Und weißt du, für diese Beziehung zwischen uns und Gott gibt es mehrere Bilder im Neuen Testament. Das Bild vom Kind und Vater, aber es gibt auch das Bild vom guten Hirten und den Schafen. Und da gibt es in Johannes 10 einen genialen Vergleich. Vers 27, da sagt Jesus, meine Schafe hören meine Stimme. Meine Schafe hören meine Stimme. Hey, und ich will dir Mut machen, stell dich auf diese Verheißung. Gott, ich bin dein Schaf, ich folge dir nach, ich höre auf die Stimme des guten Hirtens. Du sagst, meine Schafe hören meine Stimme, ich will sie hören, ich will sie vernehmen. Weißt du, manchmal denken wir, Gott, wenn Gott zu uns spricht, dann reißt der Himmel auf und eine fette Subwoofer-Stimme ertönt in unser Leben und sagt irgendwie sowas wie, Luke, ich bin dein Vater. Oder macht irgendwas ganz Dramatisches. Hey, kann es sein, dass manchmal Gott es liebt zu flüstern? Ich bin überzeugt davon, Gott liebt es manchmal aus unserem Inneren zu uns zu flüstern. Weißt du wieso? Weil er uns ganz nahe bei sich haben will. Er liebt es zu flüstern, weil wir dann ganz nah zu ihm kommen müssen. Und Gott liebt es aus Nähe heraus zu lenken, zu leiten, zu lieben und auch zu sprechen. Gott möchte aus einer Nähe zu dir sprechen. Er will, dass du an ihm dran bist. Er möchte, dass du Kindschaft lebst, dass du Tochterschaft und Sohnschaft lebst, dass du in einer Nähe, in einer Community mit ihm lebst. Und ich will dir deswegen so Mut machen, wenn du Gottes Stimme hören willst, dann suche seine Nähe. Verbring Zeit im Gebet, verbring Zeit in der Anbetung, verbring Zeit in Gottes Wort, in der Bibel und streck dich aus nach seinem Reden. Bring dich in Einklang mit seinen Frequenzwellen, okay? Und ich bin mir so sicher, dass wir darin wachsen werden und dass du da geniale Erfahrungen drin machst, Schritt für Schritt und auch so eine Sicherheit darin bekommst, Gott zu dir sprechen zu lassen. Hey, und weißt du, ich will an der Stelle auch unbedingt dir die Chance geben, einen ganz entscheidenden Schritt zu geben. Ich habe nämlich gesagt, Gott spricht durch sein Wort zu seinen Kindern. Und deswegen will ich dir die Chance geben, heute ein Kind Gottes zu werden. Ein Kind Gottes zu werden. Jesus in dein Leben einzuladen. Hey, Johannes Kapitel 1, da heißt es, jeden, der ihn aufgenommen hat, den hat er das Recht, die Vollmacht, die Autorität, das Privileg gegeben, Kind Gottes zu sein. Hey, und vielleicht sagst du, ich fühle mich so weit weg von Gott, aber Gott will irgendwie aus der Nähe zu mir reden, ich will gerne nah bei Gott sein. Komm an, du kannst Gott heute so nahe kommen, dass er sogar in dir lebt, indem du ihn in dein Herz einlädst. Hey, und weißt du, dafür ist einfach nur nötig, dass wir unser Vertrauen auf Gott setzen. Dafür ist nur nötig, dass wir annehmen, was er getan hat. Jesus ist für deine und meine Schuld am Kreuz gestorben. Er hat sein Leben gelassen, damit wir leben dürfen. Und jetzt gerade kannst du sagen, Jesus, vergib mir meine Schuld, komm in mein Leben und mach mich zu deinem Kind. Ich will gleich für dich beten, wenn du diese Entscheidung treffen willst. Und glaub mir, es ist die beste Entscheidung deines Lebens. Du kannst mal die Leute im Chat fragen. Komm, wir fragen mal. Hey, hier, wie sieht's aus? Wenn du dein Leben schon Jesus gegeben hast, sag doch mal, wie war die Entscheidung? War die gut? Mach mal ein Smiley und beschreib mal, wie diese Entscheidung für dein Leben war. Es war für mich die beste Entscheidung meines Lebens. Hör, hier poppt gleich unten rechts so ein kleines Symbol auf und da kannst du drücken, Hand heben, um zu zeigen, hey, ich will mich nach Gott ausstrecken. Jesus, ich will dir mein Leben geben. Und ich mache dir jetzt Mut, klick diesen Button und gib dein Leben Jesus und trete ein in diese Beziehung mit Jesus und ermögliche es ihm, mit dir zu kommunizieren. Komm, wir beten gemeinsam. Ich lade dich ein, bete laut. Jesus Christus, heute treffe ich eine Entscheidung. Ich will dir nachfolgen. Ich gebe dir mein Leben. Ich will dein Kind sein. Bitte vergib mir meine Schuld. Dafür bist du am Kreuz gestorben und dafür will ich dir Danke sagen. Mach mich zu einem Kind Gottes und erfüll mich mit deinem Heiligen Geist. Ab jetzt gehöre ich zu dir. Und gemeinsam als ganze Church jubeln wir. Amen. Come on. Amen. Oh Mann, ich würde so gerne jetzt euch alle klatschen hören für diese Entscheidung. Ist gar nicht so einfach online, aber Menschen freuen sich mit dir, das kann ich dir versprechen. Hey, ich hoffe, du hattest bis hierhin schon irgendwie eine Ermutigung und jetzt freue ich mich riesig darauf, dass wir Katrin im Studio haben und mit ihr uns mal ganz praktisch zu diesem Thema
unterhalten können. Wie hört man eigentlich im Alltag Gottes Stimme? Nice. Ecclesia Family, mega. Wir haben heute die Katrin mit am Start. Hallo. Schön, dass du da bist, Katrin. Ja, mega cool, dass ich da sein darf. Und wir haben ein richtig spannendes Thema am Start, die Stimme Gottes hören. Mhm. Und auf Gottes Stimme hören kann man viel besser mit Kaffee. Deswegen kriegst du erstmal einen Kaffee. Das geht dir auch so, ja? Ja, ja. Ich wurde schon von Katrin so gemobbt, dass ich das mit allen Leuten, mit denen ich hier Interviews mache, immer so mache, dass ich erstmal einen Kaffee einschütte. Ja, deswegen wollte ich das jetzt auch so haben. Halb voll, ganz voll, viertel voll? Halb. Kriegen wir hin. Boah, das tröpfelt überall Gute rum Mitte. Hier, ne? Ja, macht nichts. Ich räume dir hinterher. Klasse. Hey, Katrin, als ich dich kennengelernt habe, haben ich und auch alle anderen ganz schnell gemerkt, dass du einen richtig guten Draht zum Heiligen Geist hast. Milch dazu? Das freut mich. Nee, ohne Milch. Ich nehme Milch. Danke. Und dass du da einfach einen Strom auf der Leitung hast und sensibel bist und coole Erfahrungen mitmachst. Und deswegen dachte ich, es wäre richtig gut, einfach bevor wir hier irgendwie aus der Trockenen irgendwas reden, dass wir einfach mal jemanden reinholen, der da richtig Erfahrung hat. Und vor allem eine Leidenschaft für hat. Ja, oh, die habe ich. Das ist gut. Auf jeden Fall. Ja. Nice. Also es ist auf jeden Fall ein Herzensthema für mich. Ja, Erfahrung habe ich auch schon ein bisschen, aber ne, wie wir alle, wir sind halt voll auf der Reise. Und ich weiß einfach, dass ich auch noch so viel dazu lernen kann. Amen. Ja. Aber genau deswegen bist du die Richtige hier. Yes. Und ich würde sofort einfach mal dich ins kalte Wasser schmeißen mit einer Frage, nämlich, wie hörst du die Stimme Gottes? Also ich glaube, dass es echt super, super viele verschiedene Wege gibt, wie Gott spricht. Und ja, so kreativ, wie er ist und wie er uns auch geschaffen hat, spricht er, glaube ich, auch zu jedem voll anders. Ich habe für mich gemerkt, dass es echt oft so viel einfacher ist, als ich denke. Mhm. Und ich mir echt oft sage, hey Katrin, du darfst darauf vertrauen, dass du Gottes Stimme in dir trägst, dass der Heilige Geist in dir lebt. Und bei mir ist es echt tatsächlich oft so, dass es einfach durch meine eigenen Gedanken ist. Und ich würde mal sagen, eigene in Anführungszeichen, weil ich glaube, davon bin ich überzeugt, dass wenn wir Jesus in unser Leben eingeladen haben und wir von neuem geboren sind, dass unser Geist sich mit dem Heiligen Geist so vereint und da quasi gar nicht mehr alles so trennbar ist. Was bin jetzt ich und was ist der Heilige Geist? Und genau, ich achte einfach wirklich darauf, über was ich mir Gedanken mache und frage natürlich auch bewusst. Das heißt, meine eigenen Gedanken, ich glaube, dass es wichtig ist, mir hilft es immer in der Stille wirklich mal in mich reinzuhören. Ja. Aber auch so, wie wir es auch schon in deinem Input gehört haben, gerade durch die Bibel. Und ich glaube, dass das einer der größten Wege ist, wie Gott zu uns sprechen will, dass das wirklich so unser tägliches Brot ist. Ja. Und wir studieren sollen und ich will das auch echt noch viel, viel mehr machen, weil ich glaube, dass das Gott echt liebt zu nutzen. Aber ich weiß auch immer, hey, wenn ich zu einem bestimmten Thema zum Beispiel irgendwie Gottes Sprechen haben will, dann weiß ich, wo ich hingehen kann. So, ja, ne? Come on, ganz wichtig. Genau. Ja. Ja, also das ist auf jeden Fall wichtig. Hey, das hört sich überhaupt nicht mystisch an, sondern echt natürlich. Also man kann gar nicht unbedingt jetzt so, also du hörst nicht, dass Gott in einer anderen Stimme als deine eigene innere Stimme zu dir spricht. Noch nicht. Darauf warte ich noch. Okay. Ja, ich denke, da gibt es wahrscheinlich auch verschiedene Wege. Ne? Gott kann zu jedem anders sprechen. Mhm. Und mein Vater zum Beispiel, ist ganz spannend, der hat so 2, 3, 4, 5 Mal im Leben an besonderen Punkten Gottes Stimme akustisch gehört. Ja? Krass. Mhm. Und wir in der Familie, wir haben so einen kleinen Running Gag. Wir sagen immer, Papa, das liegt daran, dass du so schwerhörig bist und dass Gott zu dir so ganz besonders laut reden Extra muss. Laut. Ja, genau. Und ich denke tatsächlich auch, da darf man echt auch herausfinden, wie Gott zu einem spricht und sich darauf einlassen. Ja. Ja, also was ich auch echt wichtig finde, ist, dass wir uns dessen bewusst sein dürfen, dass Gott auch durch andere Menschen zu uns spricht. Und ich glaube, einmal, ne, dass wir uns auch bewusst machen müssen, dass Gott uns benutzen will, um in das Leben von anderen Menschen reinzusprechen. Mhm. Also ich liebe es auch zu fragen, hey Gott, was denkst du gerade über die und die Person? Ja? Ja. Und dann wirklich zu mich selber auch zu challengen und zu fragen, okay, was kann ich vielleicht weitergeben? Aber eben auch auf der anderen Seite zu sagen, okay, die Person hat mir jetzt gerade die Ermutigung mitgegeben oder vielleicht auch mal die Ermahnung. Und das aber auch als Gottes Stimme eventuell, man darf es natürlich prüfen, muss unbedingt, man. Unbedingt, aber dass man da halt auch offen ist. Man sehr gut. Kriegt einfach Input von anderen Leuten und Gott benutzt das. Ja. Genau. Okay, wenn du sagst, jetzt Gott spricht durch deine eigenen Gedanken zu dir, dann gibt es ja wahrscheinlich trotzdem auch einen Unterschied zwischen
eigenen Gedanken, die göttlich sind, ja, die ich sag jetzt einfach mal, durchdrungen sind von Gottes Liebe und vom Heiligen Geist. Mhm. Und auch Gedanken, die zerstörerisch sind, schlechte Gedanken. Wie unterscheidest du das voneinander, wenn du sagst, es ist irgendwo die eigenen Gedanken? Also ich finde, da ist es einfach wichtig, die Bibel zu kennen, wie ich schon gesagt habe. Mhm. Wenn ich die Geschichten in den Evangelien zum Beispiel lese und Jesus Leben angucke, dann sehe ich direkt, wie Gottes Herzschlag ist, ja? Wie sein Charakter ist, sein Wesen. Und wenn dann meine Gedanken mit dem nicht übereinstimmen, ist es, glaube ich, direkt ein Moment, wo ich sagen kann, hey, stopp, das sind jetzt meine Gedanken. Oder ja, vielleicht auch sogar die Gedanken vom Feind, die er ja mir gerne verkaufen will. Ja. Und da kann ich einfach prüfen. Und dann kann ich eben direkt in die Bibel gehen und sehen, hey, was sagt Gott eigentlich wirklich? Ja. Und da auch lernen, das auszutauschen und ja, mein Denken, wie wir es ja machen sollen, wirklich erneuern zu lassen. Ja. Und das ist, glaube ich, echt der Schlüssel, dass man da das quasi identifiziert und sagt, hey, das ist gerade nicht Gott. Das ist eine richtig gute Stelle, ne, wo es heißt, wir sollen unser Denken verändern lassen durch den Heiligen Geist. Mhm. Und das zeigt ja sogar, dass eben, wie du sagst, deine eigenen Gedanken, dass Gott es liebt, durch unser Denken sich auszudrücken, genau, weil unser Denken transformiert wurde vom ja Geist Gottes. Ne? Ja. Und dann er in uns lebt. Und das ja ist so ganz richtig Beziehung cool, oder? Ist. Ja. Ist magisch. Es ist wirklich ja abgefahren. Und ich merke das auch wirklich, dass, ne, wenn ich so merke, hey, ich richte mich aus auf den Heiligen Geist, dass sich mein Denken auch wirklich verändert. Ja. Also ich habe das schon voll oft erlebt, dass ich über eine bestimmte Sache so und so gedacht habe und dann teilweise auch Jahre später plötzlich einen ganz anderen Standpunkt irgendwie hatte und eine ja Wahrnehmung hatte und ich gar nicht mitbekommen habe, hey, wann hat sich das eigentlich geändert? Ja, ja. Und ich glaube, genau das passiert, wenn man so den Alltag mit dem Heiligen Geist lebt. Man wird von innen heraus verändert. Oder bei mir ist auch voll oft, dass ich irgendwie durch Alltagssituationen tatsächlich, weiß ich nicht, also ich habe echt so Sachen wie, ich laufe über, das ist immer so meine Lieblingssituation, ich laufe über eine grüne Ampel oder ich laufe auf eine Ampel zu ja und die Ampel wird in dem Moment grün. Wer liebt das nicht? Ich liebe das. Oh, ist mir heute nicht passiert. Und dann feiere ich das richtig und ich spüre so, ich meine, das ist eine kleine Eselsbrücke sozusagen, aber ich spüre richtig und ich habe das Gefühl, das ist wie so ein Insider mit Gott, mit mir, wie Gott mir sagt, hey, das ist mein Wesen, das ist mein Herz für dich. Ich will, dass du offene Türen im Leben hast. Ich will dir die Wege öffnen und bahnen, so dass du voranschreiten kannst. Ja? Richtig gut. Ja. Und das ist für mich auch Gottes Stimme hören. Ja. Ja. Auch, also dass Gott auch so Bilder benutzt. Und so Bilder, die du auch irgendwo mit ihm, ich sag mal, zusammen kreiert hast, ne? Also, oft ja auch, tatsächlich. Also, ich weiß, hier mein Ring, ne? Ich bin verheiratet, Gott sei Dank, mit der schönsten Frau der Welt, by the way. Gott Janina. Sei Dank. Und dieser Ring, wenn ich den anschaue, spricht Gott zu mir, um dasselbe Bild mal benutzen. Cool, mit ja. Ich hab in diesem Ring eingraviert, in meinen Teil, also in meinen Ring ist eingraviert Psalm 37, Vers 4, der erste Teil, habe deine Lust am Herrn. Mhm. Und in ihrem Teil ist eingraviert, er wird dir geben, was dein Herz begehrt. Mhm. Wieso? Weil wir das als Gebetsanliegen hatten, hey, wir wollen den richtigen Partner für unser Leben finden. Ja. Da haben wir uns kennengelernt und ich habe gesagt, wow, das ist Gottes Geschenk für mein Leben, die Janina. Und wenn ich den Ring anschaue, dann merke ich, wie Gott zu mir spricht, hey Chrissy, hab deine Lust am Herrn, er wird dir geben, was dein Herz begehrt. Er meint es gut mit dir. Mega. Das heißt, du baust dir grüne Ampeln in dein Leben rein, irgendwo voll, Sachen, oft. Wo... Ja. Kann man das lernen? Kann man lernen, im Alltag irgendwie auf die Stimme Gottes zu hören? Unbedingt. Ich glaube, dass das echt so wichtig ist, dass wir das wissen, dass wir es üben müssen. Mhm. Weil ich glaube oft, dass man sich da so schwer tut und irgendwie dann alles zerdenkt und verkompliziert und so. Also ne, wie sowas, es kann so einfach sein. Ja. Und das ist eher so diese Herzenshaltung, die wir haben dürfen, hey, Gott spricht zu mir und ich bin offen. Und echt so was Kindliches, das soll ja so sein, ne? Wir sollen wie Kinder sein. Ja. Und einfach davon ausgehen, hey, ja, dadurch hat gerade Gott höchstpersönlich zu mir gesprochen. Ja? Und ich glaube, dass man das üben muss. Also, dass man quasi sagt, okay, hey, here I am, ich bin hier und ich will mich drauf einlassen. Ja. Ja. Und quasi auch sich darauf einlassen muss, dass es auch mal falsch ist, ja, dass es vielleicht auch mal nicht Gott war oder dass man sich vielleicht ein bisschen reinsteigert oder so, ja, was man natürlich auch nicht machen muss oder soll, aber diese Offenheit liebt, glaube ich, Gott und das er liebt es, dann darauf seinen Segen zu tun und seinen Geist zu legen und ich glaube, dann passieren so krasse Sachen und das Unmögliche wird echt möglich, ja, und ich glaube auch, dass da, wo wir im Kleinen treu sind und sagen, ja, ich vertraue dir, dass du in mir lebst,
dass ich deine Stimme höre und sie auch weitergeben darf, aussprechen darf, dass wir quasi auch immer klarer seine Stimme hören dadurch. Ja. Ne? Weil er sieht, hey, die Person ist vertrauenswürdig, sie ist bereit, sich zur Verfügung zu stellen und mir zu vertrauen. Ich glaube oft, also das ist das A und das O, Vertrauen, weil Gott ist immer hinter unserem Herzen her. So, ihm geht es immer um Beziehungen und das geht halt nur mit Vertrauen. Ja. Und dann liebt er das, uns mehr auch zu geben. Ja? Ja. Okay, du hast gerade schon gesagt, sich Gott zur Verfügung zu stellen, ja, damit er reden kann, also zuzuhören. Ich erlebe, dass es ganz viel auch mit Sensibilität zu tun hat. Also ich finde auch, das ist auch so was Natürliches an Gott irgendwo. Ich merke bei Menschen, desto besser ich sie kennenlerne, desto sensibler bin ich für ihre Art der Kommunikation. Also meine Frau kenne ich sehr gut zum Beispiel. Manchmal muss sie nichts sagen und ich weiß trotzdem, was sie denkt, was sie fühlt, was sie will. Verstehst du ein bisschen? Wie machst du das oder wie kann man sensibel Gott gegenüber sein? Wie kann man das lernen im Alltag? Oder was fällt uns auch so schwer, vielleicht uns Deutschen oder uns, weiß nicht. Also tatsächlich ist für mich eine der coolsten Wege das Sprachengebet. Also das hatten wir auch vor ein paar Wochen, das Thema so rund um Pfingsten und so. Und das wurde mir auch nochmal so bewusst da. Und ich liebe das, das wirklich auch so im Alltag mit einzubringen. Ja? Wenn ich gerade auf dem Fahrrad zur Arbeit bin, versuche ich mir wirklich anzugewöhnen, das bewusst zu machen. Ne? Mich hört eh niemand. Und ich bete einfach in Sprachen. Und ja, sag echt so in meinem Geist bewusst, hey, Heiliger Geist, komm, sprich du zu mir. Und dadurch verändern sich Dinge in meiner Wahrnehmung. Ja. Also ich richte mich echt bewusst dazu aus. Ja, oder super. Auch manchmal mache ich das auch, und das will ich eigentlich öfter machen, auch so vorm Schlafengehen zum Beispiel zu sagen, Heiliger Geist, sprich zu mir in meinen Träumen. Ja. Weil ich denke immer so, hey, also Träume, das ist doch der coolste Weg eigentlich für Gott, zu Menschen zu sprechen. Ja. Weil da sind wir ausgenockt. Unser Verstand ist auch nicht immer, der uns irgendwie da in den Weg kommt. Gibt es auch in der Bibel oft, dass man doch in Träumen... Genau. Und da versuche ich auch wirklich, Gott einzuladen und dann irgendwie auch am nächsten Morgen zu gucken, war da was dabei? Sehr gut. Ja. Aber das hört sich schon an nach, es gibt Routinepunkte in deinem Leben, zum Beispiel auf dem Fahrrad oder vom... Hammer, Hammer. Mhm. Ich habe gemerkt auch, dass... Also ich mache morgens, nicht jeden Tag, aber sehr regelmäßig meine Spaziergänge, abhängig vom Wetter. Und wenn ich meine Gebetsspaziergänge mache, dann habe ich immer diesen Teil, wo ich ganz aktiv zum Beispiel bete, Jesus, wen kann ich jetzt gerade ermutigen? Und es vergeht kein Morgen, an dem mir nicht irgendeine Person aufs Herz gelegt wird. Und dann mache ich das echt auch ganz einfach, ganz natürlich. Ne? Dann überlege ich mal kurz, hey, was könntest du die Person ermutigen? Manchmal kommt mir ein Bibelvers, wo ich weiß, hey, das ist der Richtige. Manchmal denke ich mir auch, welcher Bibelvers könnte gerade ermutigen? Und schreibt der Person dieser Bibelvers. Ja. Noch nie hat mir jemand geantwortet, oh Mann, wieso schickst du mir jetzt einen Bibelvers? Ja. So unpassend gerade. Ja, echt, voll unpersönlich von dir. Ja. Und schon so oft haben Leute gesagt, boah, krass, hey, passt wie die Faust aufs Auge, gerade meine Situation, uns voll ermutigend, danke dafür. Hammer. Und ich glaube, das ist sowas Cooles, wenn man sich tatsächlich in seinen Alltag, wie soll ich es nennen, einfach Beziehungspunkte mit Gott fest einbaut, wo er ganz aktiv die Chance hat, in unser Leben reinzusprechen. Ja, genau, einfach Hammer. Bereit sein, ne? Super. Hey, wieso ist es so wahnsinnig wichtig, Gottes Stimme zu hören? Also ich glaube, wir Christen sind dazu berufen, wirklich einen Unterschied zu machen. Wir sollen einen heiligen Lebensstil leben. Ja? Und ich merke genau sowas auch in meinem eigenen Leben, auch gerade wieder so total, hey, wie wichtig es ist, dass ich persönlich Gottes Stimme kenne. Weil ich glaube oft, ne, auch wenn man vielleicht schon länger mit dabei ist, schon länger irgendwie auch mit Jesus gelebt hat und viel von anderen Menschen mitbekommen hat, das und das steht in der Bibel, das und das denkt Gott, eben über andere Menschen so die Message bekommen hat. Aber ich glaube, dass letztendlich die Momente, wo Gott persönlich zu uns in unser Herz reinspricht, die Momente sind, wodurch wir verändert werden. Ja. Und genau da bin ich abhängig davon, dass ich Gottes Stimme kenne, weil nur so kann ich ein transformiertes Leben leben und einen Unterschied in dieser Welt machen. Ich glaube, dass Gott wirklich das Übernatürliche mit in unser Leben bringt dadurch, uns Weisheit gibt, uns leitet in Lebensfragen. Ich meine, die haben wir alle. Und
Genau, wir brauchen das, ja. Und man darf einfach nicht sich abhängig machen von diesen Sachen, naja, okay, das haben andere Leute mir gesagt und vielleicht ist es eine ganz gute Idee, weil ich glaube, dann wird man versagen sozusagen, ne? Oder geht man so auf den falschen Weg. So. Ja, sehr gut. Und es, glaube ich, schlägt sich nieder in so Situationen wie auf der Arbeit. Lästere ich mit meinen Kollegen mit, wenn es irgendwie in so einer Situation passiert, ja? Mhm. Oder merke ich, hey, warte, das ist gerade nicht gut und das gefällt Gott nicht. Und ich glaube, wenn wir Gemeinschaft im Heiligen Geist haben, dann merken wir das, dann sind wir sensibel. Dann gehen wir anders mit unseren Finanzen um, mit unserer Sexualität oder allgemein unseren Beziehungen. Also all diese Sachen, wo wir anders sein dürfen. Und das ist so ein Privileg. Und ich glaube, das ist der Moment, wo wir tatsächlich in diese richtige Fülle mit Gott treten dürfen. Ne? Auch wenn es vielleicht manchmal unbequem ist, aber da wartet so eine Fülle auf uns. Und das begeistert mich. Und ich glaube, deswegen müssen wir uns aufmachen, zu trainieren, was es heißt, mit Gott zu leben und die Stimme zu hören. Ja, und ich denke, wie du sagst, hey, im Herzen Gottes steckt immer Beziehung zu uns, Vertrauen zu uns. Ja. Und eine Beziehung, in der nur eine Seite kommuniziert, ist keine Beziehung, sondern das ist, weiß ich auch nicht, was das Voll. Ist. Aber es, wenn Gott nicht mit mir redet, dann bin ich nicht in einer Beziehung mit Gott. Mhm. Ne? Und ich will das nicht mystifizieren. Ich glaube nicht, dass jeder jeden Tag Gottes Stimme in diesem globalen, mystischen Sinn hören muss. Mhm. Gott spricht durch sein Wort, Gott spricht durch Mitmenschen. Ich glaube, das Predigten sonntags morgens, ich bin Pastor, ich muss das sagen, ne? Aber ich glaube es wirklich, dass der Heilige Geist in Predigten steckt, dass er dadurch spricht und so. Voll. Aber eben auch dieses ganz Persönliche, dass er in uns, zu uns spricht, ist, glaube ich, wahnsinnig wichtig, um Beziehung mit Gott zu leben, um Gott kennenzulernen und zu merken, dass er an meinem Leben interessiert ist und mit mir unterwegs sein will. Ja. Ja. Und deswegen. Da glaube ich auch, dass es einfach so wichtig ist, dass wir bereit sind, auch mal ein Risiko einzugehen. Ja. Weißt du, also dieses immer in Sicherheit zu bleiben quasi, lässt uns eigentlich passiv bleiben. Ja. Und ich glaube, wir dürfen Fehler machen, wir dürfen aktiv werden und dadurch eben dazulernen und wirklich reifen. Ich vielleicht noch ganz kurz, ich habe letztes Jahr das für mich selber so voll erlebt, dass ich, also ich war in einer anderen Gemeinde, in Darmstadt, in meiner Heimatgemeinde, und ich liebe diese Gemeinde, es ist wie eine Familie für mich auf jeden Fall. Und es war so eine gute Zeit dort, aber ich habe immer wieder gemerkt, hey, kann es sein, dass es vielleicht was anderes jetzt dran ist für mich, dass was anderes kommt. Und es war echt ein Prozess für mich, so über 1-2 Jahre, wo ich immer wieder dahin gekommen bin und eigentlich schon das Gefühl gehabt habe, oh, vielleicht redet Gott zu mir, und dann aber immer doch wieder verworfen habe. So, ne? Wo ich dachte, ah, nee, ich habe ja irgendwie jetzt keine Gemeinde, an die ich denke in Frankfurt, so kann ja nicht sein. Und letztes Jahr im Sommer war es dann echt nochmal so, wo ich so einen Moment hatte mit Gott, wo er zu mir gesagt hat, hey Katrin, ich habe schon längst zu dir gesprochen und du darfst jetzt endlich mal darauf vertrauen, auch wenn du vielleicht noch nicht weißt, wie das aussieht. Das war echt so dieses blinde Vertrauen in dem Moment für mich. Und ich habe mich schon irgendwie so darauf gefasst gemacht, so in das schwarze Nichts einzutreten und erstmal keine Gemeinde zu finden, wo ich glücklich bin oder sowas. Und Gott hat sich so schnell dazu gestellt, als ich dann wirklich den Schritt gewagt habe. Und ich glaube, dass Gott echt ständig zu uns spricht. Und oft höre ich das auch so von Leuten oder kenne das selber auch, dass man so sagt, hey, spricht Gott eigentlich? Oder ich höre ihn nicht. Er ist gerade so still. Und ich habe mal den Tipp gehört, so hey, wenn du diesen Moment hast, das Gefühl hast, Gott ist gerade nicht da, er spricht nicht, geh zu dem Punkt zurück, wo er das letzte Mal zu dir gesprochen hat. Und das finde ich irgendwie voll spannend, weil ich glaube schon irgendwie, dass das so sein kann, dass Gott manchmal wartet, hey, guck mal, ich habe da doch schon gesprochen und ich warte auf dich, dass du da gehorsam bist. Aha, Und eben vertraust, auch wenn es sich so unsicher anfühlt. Und das sind aber diese Magic Moments, glaube ich, wo man ja einfach voll erleben darf, dass sich Gott dazu stellt. Ja, und dass Gottes Stimme auch immer zu Gehorsam passt. Ne? Ja. Und Gott das liebt, wenn wir nicht nur große Ohren für ihn haben, sondern ein großes Herz für ihn haben, ne? Und das in Tat umsetzen, was er tut, dann ja, cool. Hammer. Und ich glaube, dann darf man auch wachsen. Ne? Und am Anfang ist es vielleicht auch sehr viel irgendwo, sehr viel aus Gottes Wort direkt und sehr viel auch über unsere Identität und sowas. Und ich glaube, wenn wir da gestärkt sind, dann kommt es auch hinein, dass Gott zu uns für andere Menschen was sagen will. Und dass dann diese prophetischen Gaben zum Beispiel wachsen dürfen. Und dass man lernt, vielleicht auch konkreter Sachen zu hören. Ja? Ja. Also ich habe mir immer gesagt, ich will prophetisch Menschen ermutigen. Und deswegen will ich anfangen, darin zu leben. Ja.
Und der einfachste Weg für jemanden, der sagt, ich will prophetisch Menschen ermutigen, ist es, Menschen durch Gottes Wort zu ermutigen, ne? Einfach mal einen guten Bibelvers zu geben. Mhm. Und dass man dann einfach vielleicht auch merkt mit der Zeit, hey, da kommen spezifischere, detailliertere Ermutigungen mit dazu, über Sachen, die man vielleicht auch gar nicht wissen kann und sowas. Ja. Und dann kommt da richtig Kraft rein und dann kann man dann in die nächsten Ebenen einsteigen und da kommen richtig coole Sachen mehr raus. So cool. Das wünsche ich mir für mich, für dich auch, Katrin, dass wir da richtig wachsen, ne? Ja. Und für uns als ganze Kirche, hey, ich wünsche mir, dass wir echt so voll vom Heiligen Geist sind und uns von ihm leiten lassen im Alltag und lernen, auf seine Stimme zu hören, ihr gehorchen und dadurch echt den Himmel auf die Erde holen. Hey, Katrin, Hammer, danke dir. Ja. Viel Spaß bei der nächsten grünen Ampel. Danke. Yes. Und in solchen Momenten, dann nehme ich das direkt für mich an und spreche das über meine Situation aus. Ne? Das muss man natürlich auch dann direkt ergreifen. Ja. Amen. Ergreifen. Das ist so cool. Und dann macht es auch richtig Spaß. Hammer. Ja. Hey, wir haben jetzt noch eine Lobpreiszeit und die Lobpreiszeit eignet sich optimal, um einfach mal zu sagen, hey Gott, hier bin ich, sprich zu mir. Mhm. Und hey, wenn du eine Bibel hast, schlag sie auf. Verbring Zeit mit Gott, verbring Zeit mit dem Heiligen Geist. Und ich freue mich auf die Erfahrungen, die du sammeln wirst mit Gottes Stimme. Schönen Sonntag. Ciao.